Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich habe wieder die Schürze an, ihr seht, das bedeutet, ich will euch einen kleinen praktischen Teil heute Abend zeigen. Ich koche kein ganzes Rezept im Video, aber ein paar Teilstücke will ich euch auf jeden Fall live zeigen, wie es funktioniert. Weil wir haben ja in unserem November-Flyer haben wir ja ganz tolle Sachen zum Thema Backen. Und deswegen habe ich das Thema jetzt auch mal gerade für heute Abend aufgefasst und habe gedacht, ja, komm, wir haben so schöne Angebote, dann kann ich eigentlich ein ganz tolles Video davon drehen. Und zwar gibt es ja im Monat November im Angebot, die habe ich hier neben stehen, die schönen Maximilian-Schüsseln im Turm. Und das oberste, das schöne altrosafarbene, das ist nämlich euer Willkommensgruß den Monat. Jeder, der was mitbestellt auf unserer WhatsApp-Party, bekommt das von mir als Geschenk natürlich ingepackt. Wer die Maximilians nicht kennt, ganz schnell, ist eigentlich ein Klassiker, schon eh und je von Tupper. Ich sage immer, die Pengschüssel ist jedem bekannt. Und die Pengschüssel ist ja eine Hefeteigschüssel. Ich sage immer, es sind Schaffschüssele, weil sie aus einem sehr harten Material sind. Das heißt also, die packen das Rührgerät und können dann mit dem Rührgerät drin gehen. Ich kloppe immer dran, dann hört man allein schon, was die für eine Konsistenz haben. Das sind richtige Schüssele, wo du ja mit Metall drin gehen kannst, mit deinem Rührgerät drin gehen kannst und vor allen Dingen, du kannst sie auch nutzen zum Einlegen von gewissen Sachen. Und zwar ist es nämlich so, dass man auch gerade bei den Maximilienschüsseln, die nicht auch nur gerne nimmt, jetzt sage ich mal für Teige anzurühren, sondern man lässt auch sehr gerne Teige hier drin ruhen, nämlich ein Klassiker ist der Hefeteig. Weil wenn du den Deckel nämlich dann immer Vakuum ziehst, machst du noch immer kurz auf und lässt die Luft herausgehen, dann macht der nämlich später plopp. So gelingt es nämlich jedem ganz leicht auch in den Schüssel ein Hefeteig hinzubekommen. Das ist also sehr, sehr einfach. Und was ich sehr mag, ist, dass an den Maximilian-Schüsseln nämlich hier immer so ein kleiner Griff dran ist. Wenn ich nämlich dann mit dem Rührgerät am Schaffen bin, kannst du die nämlich so gleich schräg halten, kannst den Finger hier drin machen. Man hat hier so ein bisschen die Angewohnheit, die immer so leicht schräg zu halten. Und dann kann man dort drin nämlich auch immer richtig schön schaffen. Die Deckel sind sehr, sehr einfach gehalten. Das heißt, die Blume ist am Rand. Dadurch kann man sie immer gut auf- und zumachen. Ich greife immer gern dort dran. Dadurch geht der Deckel super gut einfach. Und sie sind halt luft- und wasserdicht. Das ist halt ein ganz, ganz großer Pluspunkt an denen. Sie sind von der Handhabung her sehr pflegeleicht. Maximilian-Schüssele, reine Backschüssele, Schaffschüssele. Ja, oder jetzt auch den Dormonat natürlich schöne Servierschüssele, weil sie haben ja durch diese schöne pastellfarbenen ja, Pastelltöne, eine sehr schöne Farbe, dass man es natürlich auf den Tisch stellen kann. Passend da dazu habe ich jetzt die hier, oh, und die sind so schön, und ich komme mal ganz nah bei euch an die Kamera, dass ihr die sehen könnt. Unsere Weihnachtsrunde nennt sich die. Ihr kriegt sie einzeln, ihr kriegt sie aber auch im Set zusammen. Wer sie nicht kennt, es sind runde Quattros und Quattros sind sehr beliebte Behälter, weil sie durch den Deckel nämlich immer hier innen und immer außen eine Gummierung haben und dadurch halt auch komplett dicht sind und auch luftdicht sind. Das heißt, das sind schöne Gebäckschüsseln für zum Aufbewahren. Ihr könnt aber auch Chips darin machen, ihr könnt eine Kleinkrumm darin machen. Sie tun wahnsinnig schön schimmern durch dieses Gold und ich finde, das sind ja auch total die Farben, die man dies Jahr in jedem Geschäft sieht, dieses schöne Altrosa. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil die passen super gut bei mich dahin. Die bleiben also aber gleich direkt in meinem Bestand. Also wie gesagt, ihr könnt sie einzeln, wenn euch farbverschieden aussuchen wolle, beziehungsweise auch im Turm, im Dreierset, so wie ich sie dort stehen kann. Deswegen habe ich auch hier nämlich unser Fleischwolf nochmal dabei gestellt, wo ich euch schon gestern die Cannellonis drin gedreht habe. Und hier habe ich die jetzt mal, dass das noch ganz kurz noch einmal sehen, mit dem Gebäckaufsatz hingestellt. Für Spritzgebäck, weil wenn man die Plätzchen hier gebackt hat, kann man die ja direkt da automatisch dorthin füllen. Jetzt habe ich eine Idee heute und zwar will ich euch eine Biskuitrolle backen. Ihr kriegt nachher, wenn sie aus dem Ofen kommt, die fertigen Bilder von mir geschickt. Vielleicht mache ich euch auch noch ein ganz kleines Video so dabei, weil es gibt ja die Silikon-Backunterlage diesen Monat im Angebot. Und ihr seht, die ist schon so ein bisschen leicht nass.
Und ich habe auch extra mal das Gitter rausgeholt für es euch zum Zeigen, weil viele sagen immer so zu mir, oh Sandra, die kommt mir aber arisch klein vor. Nee, das ist sie nicht, weil Lila täuscht einfach und sie ist einfach genormt auf den Standardmaß, also auf die Standardmaße der normalen Backöfen. Es gibt hier unterschiedliche Literanzahlen von Backöfen und die ist halt wirklich auf der Standardnorm, auf die Standardnorm gemacht. Das heißt, im guten Fall könnt ihr es auch jetzt hier super gut erkennen. Ich habe also jetzt hier mein Gitter und die passt ganz genau auf mein Gitter hier drauf. Und das Coole ist halt auch, das zeige ich euch nachher auch noch einmal, wenn sie fertig ist, die passt nämlich dann genau auf diesen länglichen Königskuchenbehälter von uns drauf. Der ein oder andere, der die Biskuitroll mit dem Handofrier gebackt hat, der muss vielleicht dann, sage ich mal, ein kleines Stückchen abschneiden, dass sie drauf gepasst hat. Hier ist es aber genau so, dass es genau genormt ist. Ihr könnt die aber jetzt nicht nur hole für Biskuit zu backen, sondern das ist für mich mein Ersatz als für mein Backpapier. Das bedeutet, die liegt bei mir immer im Backofen drin, wenn ich sonntags manchmal die Brötchen aufbacke, ja, aus der Tiefkühlung, wenn ich meine Tiefkühlpizza backe oder ich sag mal, wenn du was mit Blätterdeich am Schaffen bist, du kannst die Kartoffel dort drauf leeren, die Pommes dort drauf machen. Das ist nämlich das Coole, weil sie ist nämlich Spülmaschinen geeignet. Bedeutet also, wenn halt am Ende die Pommes drauf gemacht haben und dann holen sie gerade mit aus dem Backofen raus, schmeißen sie mit in die Spülmaschine und den nächsten Tag können sie schon wieder drauf backen. Die nimmt nämlich keinen Geschmack an. Und deswegen bin ich so begeistert von unseren gesamten Silikonsachen, weil die braucht man nämlich in zu fette. Ja? Ich habe jetzt eben schon gesagt gehabt, ich habe sie eiskalt ausgespült. Eiskalt könnt ihr euch super gut merken, weil wenn ihr was eiskalt ausspült, dann gehen die Poren zusammen und dann nimmt es keinen Geschmack mehr an. Wenn du was warm ausspüle, durchgehen die Poren auf und dann zieht oft der Geruch mit ins Material drin. Und ich habe jetzt hier auch mal noch als Beispiel, da schicke ich euch nachher mal noch ein Foto in die Gruppe, was es hier noch Schönes an Silikonformen von uns gibt. Es gibt die Waffelform für in den Backofen drin, es gibt nämlich auch das schöne halbe Blech, das hat nämlich ein bisschen mehr Rand, wenn man gerne Brownies backen tut, weil da backst du ja nicht, sag ich mal, ein ganzes Blech. Die Formen sind aber auch so immer geeignet, dass genau zwei Stück immer nebeneinander passen auf ein Gitter, weil die sollten halt immer auf dem Gitter stehen, die Formen. Dass sie halt immer schön zirkuliere können von der Luft. Und es ist ganz wichtig, weil das ist mir das erste Mal in meinem Leben passiert, wie ich ein Biskuitroll gebacken habe. Haben die super schön hier auf der Matte drauf gehabt. Der Teig wollte sie schieben und hat das Gitter im Backofen. Ja, dann hat man das Problem, wie kriege ich die aufs Gitter. Hat mich aber geheilt und deswegen weiß ich immer als erstes Gitter raushole, Matte drauf ausspüle und dann machen wir den Teig fertig. Das bedeutet also, das ist das Coole an unserer Silikonform. Hier brauchen sie nicht zu fetten. Die haben eine Anti-Fett-Beschichtung selbst drin. Und das mag ich sehr, dass du die einfach nur eiskalt ausspülen musst. Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt auch noch die Stäbchenform. Es gibt auch die, was auch oft gekauft wird für die Kinder, die Silikonform Diabolo für die Donuts zu machen. Ihr könnt aber auch genauso gut herzhafte Bagels dort drin machen. Ich finde mal, bei Silikon ist sowieso keine Grenzen gesetzt, weil ja, bei Silikon kannst du ja immer alles gerne so füllen, wie du das gerne hättest, herzhaft wie süß, weil sie halt alle gar in der Spülmaschine geeignet sind. Und schade, dass das nicht riechen können, weil das mache ich nämlich immer auf den Live-Partys. Ich kenne die Formen immer rund und dann riechen nur dort dran, die stinken nämlich nicht. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, weil ich mag nichts, was stinken tut. Genau. Bevor ich jetzt gleich anfange und euch unseren Easy Mix erkläre, weil damit will ich euch den Eisschnee schlagen. Der ist nämlich ganz neu im Katalog. Viele kennen noch bestimmt den Vorgänger. Das war nämlich unser Speedy Chef und der Speedy Chef hatte nur, wie soll ich sagen, eine Stufe. Eine Stufe für Sahne zu schlagen oder, sage ich jetzt auch mal, für Eisschnee zu schlagen. Aber wenn man, sage ich auch mal, ein bisschen festerer Teig wollte machen für Rührkuchen, war das leider nicht möglich. Jetzt haben sie aber gesagt, oh cool, komm, wir probieren mal was ganz Neues. Wir machen die Übersetzung neu im Deckel von unserem alten Speedy Chef. Wir gehen hin und
bauen dem eine Gangschaltung in. Das heißt also, wenn ich euch das jetzt mal gerade so zeigen kann, hier gibt es Emmo die Gangschaltung 1. Das heißt also, dort mit schlage ich jetzt gleich der Eisschnee oder auch die Sahne. Und wenn es dann ein bisschen fester gehen soll, wenn ich dann das Mehl nachher drunter hebe, das Eigelb und den Zucker, dann gehe ich hin und stelle die Stufe 2. Dann gehe ich einfach hin, drehe das ein bisschen Emmo rum und dann springt der oben im Deckel rum und dann übersetzen die Räder langsam, also schneller. Und ihr braucht nicht mehr so fest zu kurbeln mit der Kurbel, weil es ist ja so, wenn du mehr Masse unten drin hast, dann wird es ja normalerweise im Deckel schwerer zu drehen. Und deswegen haben sie das Ganze nämlich überarbeitet und haben, eine Gangschaltung eingebaut. Finde ich total witzig und cool. Und was ich sehr, sehr praktisch finde, und ich kann auch hier noch eher nachstehen, das ist nämlich noch ein Candy, ein 1,25 Liter, ein Tupperprodukt, was glaube ich jeder kennen tut. Und die haben den damals schon den neuen so vorbereitet, weil du kannst nämlich, wenn man es jetzt nebeneinander stelle tut, die Deckele in die Candies hineinstellen. Das heißt also, die neuen Candies haben ja hier diesen Griff, der offen ist vom Deckel her. Das heißt, ich habe die Woche, gestern hatte ich die wie ich die Kalanonis gemacht habe, kann ich euch noch daran erinnere, habe ich in der Tomatensauce, hatte ich doch den Schneebesen hier drin stecke gehabt. Das ist nämlich das Coole, dass man jetzt die Öffnung hier im Griff hat. Und da haben sie dann nämlich hingegangen und haben gesagt, er hat cool, dann hole mal vom Candy nämlich den Unterbau und du hast automatisch die Milliliter anzeigen. Das bedeutet, wenn du Milch dazugebe durch, wenn du Flüssigkeit dazugebe durch, hast du auch automatisch die Maßeinheiten. Genau, jetzt tue ich euch hier in dem Easy Mix den Eisschnee schlagen. Ich habe natürlich hier noch, was nie fehlen darf beim Backen, unser großer Topschaber dabei. Ich habe auch hier die schmale Palette, weil die nehme ich nachher, um glatt zu streichen, um schön in die Ecke zu kommen vom Biskuit. Ich mache euch auf jeden Fall Bilder und was natürlich beim Backen jetzt absolut an der Weihnachten auch nicht fehlen darf, beziehungsweise bei mir ist das ganze Jahr im Einsatz, ist unser schöner Spritzbeutel, weil ich liebe unseren Spritzbeutel. Du kannst ihn immer schön von Hand nochmal wäschen, losch nicht draußen, trockele. Aber der große Vorteil ist einfach, dass du von außen die Tülle drehen kannst. Das heißt also, wenn du trotzdem noch Masse im Beutel drin hast, brauchst du nicht alles in der drin rauszuholen, sondern du gehst einfach hin und du von außen die Tülle immer drauf drehen. Das ist ein sehr großer Vorteil und deswegen ist er auch so sehr beliebt. Ja? Deswegen verkaufe ich ihn auch ganz, ganz viel. Er hat jetzt nur die Farbe ein bisschen geändert im aktuellen Katalog. Er ist jetzt ganz weiß vor. Ich habe noch das Vorgängermodell mit der blauen Einheit drauf, mit Tupperware. Jetzt hätte ich fast was vergessen, bevor ich gleich Schluss mache. Die Weihnachts-Bellevues, die habe ich nämlich hier vorne noch stehen, die lachen mich die ganze Zeit an. Bellevues ist eigentlich auch ein Tupper-Produkt, was schon jeder kennt. Und bei mir, ich habe natürlich nicht so schöne mit so einem schönen Weihnachtsmuster drauf, aber ich habe die bei mir hinten drin stehen, weil ich habe hinter der Küche noch einen Vorratsschrank. Und da sind bei mir die ganze kleine Packager drin, wie beispielsweise der Sahnesteif, der Torteguss, der Vanillezucker, alles was du so an kleine Sachen hast oder halt auch jetzt mal ein bisschen mehr, weil die gibt es ja in verschiedene Größe. Es gibt sie also auch hier noch mal in einer Größe, die doppelt so groß ist. Wenn du deine Backsache alle gar drin machen willst und ihr seht, sie sind wieder eckig, also sind bei mir wieder Behälter, die beliebt sind und die haben natürlich jetzt noch dazu dieses total süße Muster. Also wir haben echt in dem Monat schöne Sachen im Angebot, muss ich wirklich sagen. Jetzt aber noch ganz schnell, dass ich euch das schön zeigen kann, unser Eisschnee im Easy Mix. Das bedeutet also, ich mache jetzt hier den Deckel immer auf. Hier sieht man schön die Bällen, die alle gar noch mal ineinander greifen. Ich habe hier neben mein Eiweiß schon geschlagen. Ich habe jetzt hier das noch schon mal sehen, aber die werde ich euch auf jeden Fall die Woche noch erklären. Die Schüssel von der Clear Collection Serie, die sich die Gastgeberin ja schenken lassen kann, wenn sie das möchte, ist ja das alternative Verabredungsgeschenk im Katalog. Das gebe ich jetzt einfach hinein und dann setze ich meinen Deckel drauf von meinem Easy Mix, dass der schön fest sitzt dort. Immer hier vorne drin, hier hinten hat er so zwei Näschen, das heißt, der verankert sich dort drin. Ich gucke, dass er auf Stufe 1 steht und dann fange ich einfach an zu drehen und dann werden wir sehen, das geht okizuki mit unserem Eisschnee. Deswegen liebe ich den auch. Da brauchst du keine andere Küchenmaschine dafür anzuschlagen, der geht okizuki. Normalerweise zähle ich immer auf den Tupper-Partys bis Ende 20, er kommt schon hoch. Weil nur eine 20 Sekunden hast du normalerweise immer, kann ich geschlagen.
Ach, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel gesprochen, dass ich vergessen habe mitzuzählen. Und gucken wir, er ist schon fertig. Ist das nicht genial? Ist der nicht schön? Und das Coole ist, gucken wir, der steht sogar irre, oder? Waren es Ende 20 Sekunden? Ich habe gar nicht mitgezählt. Aber so schön, guck mal, kann das wirklich gut erkennen, so schön wird in unserem Easy Mix der Eisschnee. Ist echt toll und vor allen Dingen dort davor brauche ich wirklich keine Küchenmaschine anzuschmeißen. Den bauen wir auseinander, den werfen wir in die Spülmaschine. Er ist Spülmaschine geeignet, das ist perfekt. Und jetzt mache ich alles fertig für euch, dass das Video nicht zu lange wird. Du nicht jetzt aufhören. Ich mache natürlich jetzt die rechtliche Zutaten da dazu. Du ne auf Stufe 2 stelle, du ne dann immer schön durchrühre. Mache noch immer die Silikonmatte noch mal richtig nass, weil jetzt in den paar Minuten ist das schon wieder getrocknet. Fülle alles auf die Silikonbackmatte und dann mache ich euch gleich noch ein paar schöne Fotos und die folgen dann auch mit dem Rezept in die Gruppe rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein Video für euch heute. Bleiben alle gar gesund und munter, das ist das Wichtigste. Und morgen kommt natürlich wieder das nächste Video. Tschüss!